Für die SPD-Fraktion hält nun die Kollegin Eva Högel das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf die Ereignisse in Köln in der Silvesternacht auf der Domplatte, auf die erschreckenden Übergriffe, auf die unfassbaren Vorkommnisse gibt es keine einfachen Antworten. Ich möchte hier noch mal ganz deutlich sagen, dass diese fürchterlichen Ereignisse nicht straffrei sind, damit hier kein falscher Eindruck entsteht. Und deswegen geht es in erster Linie jetzt auch darum, und das sind wir nicht zuletzt auch den Opfern schuldig, diese Straftaten konsequent und lückenlos aufzuklären und die Täter zu ermitteln und umgehend zu bestrafen. Das ist die entscheidende Konsequenz aus Köln. Und ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen auch fragen, wer waren die Täter, woher kamen sie? Auch das gehört dazu. Und da darf es keine Tabus geben und da darf auch nichts verschwiegen werden. Auch das finde ich wichtig, in dieser Debatte noch mal zu betonen. Das ist für die Aufklärung ganz entscheidend. Und die Tatsachen dürfen auch nicht genutzt werden für rassistische Hetze. Denn die Herkunft der Täter darf auch nicht ins Gegenteil verkehrt werden. Und dafür, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir zunächst mal überhaupt kein Gesetz ändern, sondern wir müssen Handlungsfähigkeit demonstrieren. Und das tun wir auch. Wir müssen die bestehenden Gesetze konsequent anwenden und vollziehen. Wir brauchen ausreichend Polizei. Das ist schon gesagt worden. Ich betone es ausdrücklich noch mal. Eine effiziente Strafverfolgung und genügend Kapazitäten in der Justiz. Und das Zweite, was für die Analyse wichtig ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen uns fragen, wie konnte es überhaupt dazu kommen? Wie gelingt es uns in der Zukunft, solche Straftaten wirksam zu vermeiden? Denn so etwas hat in unserem Land keinen Platz. Deswegen fragen wir natürlich, gab es genug Polizei? Hatte die Polizei in Köln die richtige Strategie? Und was müssen wir in Zukunft besser machen? Und da ist das A und O, dass wir mehr Polizei brauchen. Es ist schon oft gesagt worden, und ich sage, es kann nicht oft genug gesagt werden. Und deswegen fordert die SPD nicht nur Kleckern, sondern Klotzen. Wir sagen, 12.000 mehr Polizeibeamtinnen und Beamte im Bund und Ländern brauchen wir. Wofür brauchen wir die, liebe Kolleginnen und Kollegen? Wir brauchen sie vor allen Dingen auf den öffentlichen Plätzen, in den Einrichtungen, in den Parks, in den Bahnen. Wir müssen die öffentlichen Plätze mehr sichern. Es darf in Deutschland keine Angsträume geben, und wir wissen, dass es solche Angsträume gibt. Wir müssen es schaffen, dass alle Bürgerinnen und Bürger sich überall sicher fühlen, ob Tag oder Nacht, ob in der Bahn oder auf einem Platz. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Und es darf nicht nur keine Angsträume in Köln oder anderen Städten geben, sondern auch nicht in Leipzig, wo rechtsextreme Hooligans ganze Straßen verwüstet haben. Und es darf auch nicht solche Orte geben wie Jamel in Mecklenburg-Vorpommern, liebe Kolleginnen und Kollegen, wo Demokratinnen und Demokraten nicht mehr sicher leben können, weil Rechtsextreme das Dorf beherrschen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, dann müssen wir uns hier im Deutschen Bundestag natürlich fragen, haben wir gesetzgeberischen Handlungsbedarf? Und ich möchte das noch mal sagen, dass das ganz wichtig ist, dass wir nicht auf jeden noch so schlimmen Vorfall, und Köln war ein schlimmer Exzess und für die Opfer individuell natürlich besonders schrecklich, dass wir nicht auf jeden schlimmen Vorfall mit dem Ruf nach neuen Gesetzen reagieren. Das ist nicht angemessen. Aber dort, liebe Kolleginnen und Kollegen, wo wir hier gemeinsam feststellen, nach einer sachlichen und konzentrierten Diskussion, dass wir Lücken haben, müssen wir sie auch schnell und unaufgeregt schließen. Und das tun wir gerade. Und damit demonstrieren wir auch Handlungsfähigkeit. Und auch ich bin sehr dankbar, Heiko Maas hat es hier dargelegt, dass wir schnell damit reagieren, dass wir sagen, wir müssen unser Ausweisungsrecht noch einmal verschärfen, obwohl wir das bereits schon getan haben. Kriminelle Ausländer haben in Deutschland keinen Platz. Und das halte ich für die richtige Konsequenz. Und wir verschärfen unser Sexualstrafrecht nicht wegen Köln, liebe Kolleginnen und Kollegen, denn der Vorschlag liegt hier schon lange vor, sondern wir verschärfen es und
schaffen damit hoffentlich eine richtige Grundlage und ein gutes Strafrecht, damit solche Vorfälle wie in Köln und anderswo in Zukunft konsequenter bestraft werden können. Wir wollen, dass alle Formen nicht einvernehmlichen Geschlechtsverkehrs bestraft werden. Wir wollen sexuelle Belästigung bestrafen. Wir haben eine hervorragende Grundlage aus dem Justizministerium, über die wir weiter beraten werden. Und diejenigen, die bisher diesen guten Gesetzentwurf blockiert haben, können sich auch mal fragen, ob das die angemessene Reaktion war. Diese Seitenbemerkung muss ich mir hier auch erlauben. Und dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, haben wir im Weiteren hier genügend Grundlage für eine besonnene und konzentrierte Diskussion über den nötigen Reformbedarf. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir hier im Deutschen Bundestag die richtigen Schlüsse ziehen aus Köln und anderen schrecklichen Vorkommnissen, damit wir sie in Zukunft konsequent verhindern können. Herzlichen Dank. Wolfgang Bosbach erhält nun das Wort für die CDU.